Dann bist du also auf Patrouille heute Abend, Juri. Ja. Danke, wir sehen uns dann am Morgen. Gute Nacht. Ja. Wer da? Hi. Ah, tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Schon gut, mir tut es leid, wenn ich dich geweckt habe. Hast du nicht? Ich bin aufgestanden, weil ich auch ein bisschen trainieren wollte. Warum trainieren wir dann nicht zusammen? Wirklich? Super. Aber Flynn, du bist doch schon so stark. Warum opferst du dann deinen Schlaf, um zu trainieren? Ich wurde gerade daran erinnert, wie machtlos ich in Wirklichkeit bin. Wenn ich das Reich ändern will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich der Aufgabe auch gewachsen bin. Ich muss daran hart arbeiten, in mir eine Stärke zu entwickeln, die mich nur zau nicht zaudern lässt. Du redest nicht nur von der Stärke mit einem Schwert, oder? Nein, du brauchst genauso mentale Stärke. Beim Training mit dem Schwert musst du deine Überzeugung trainieren, damit sie ebenso scharf sind. Stärke und Überzeugung ist bloße Gewalt. Verstehe, also kann man mit felsenfester Überzeugung in jeder Situation bestehen. Bist du auch zu helfen, Repeat? Wuff. Vielleicht stelle ich diese alten Knochen auch mal wieder auf die Probe. Ich stehe gern für ein kleines Match unter Freunden bereit, Raven. Ritter kämpfen oft gegen mehr als einen Stimmst, dann nimmst du mit uns allen auf, wenn du üben willst. Jawohl, die Bösewichte kommen meist in Rudel. Judith, Patty, seid ihr auch dabei? Was dagegen, wenn wir mitmachen? Ganz im Gegenteil, aber warum seid ihr alle hier? Was mich angeht, ich wollte mich nur mal gegen dich messen. Wenn du es auf den Anführer abgesehen hast, zielt auf sein Pferd. Ich würde sagen, das ist mal wieder typisch für euch beide, aber eigentlich ist ja nichts hier typisch für euch. Hey, welche Gründe ihr auch habt, das spielt keine Rolle. Danke. Seltsam, sich zu bedanken, wenn wir nur zufällig dieselben Interessen haben. In der Tat, also dann wollen wir loslegen. Ich sollte meine Nase aus der Sache lieber raushalten. Aber echt, wir sollten einfach alle wieder schlafen gehen. Es geht auch für dich, Fräulein. Hat folgendes Arcana hat gelernt: umwerfende Drehung. Okay, cool. Einfach nur mal über Nacht, wo ich alle vergiftet waren. Haben wir eine neue Cutscene gesehen? Gut. Sehen. Ungefähr hier. Ja. Es wird ziemlich spät. Vielleicht sollten wir heute in Dahngast bleiben. Sehe ich auch so. Ordnung ist wichtig nach der großen Rennerei, die wir hinter uns haben. Wo gehst du hin, Flynn? Patrouilliere heute nach den Dahngast. Also bitte ich die Union um Erlaubnis. Ich bin immer noch ein Ritter, auch wenn ich nicht bei meiner Brigade bin. Das Protokoll muss befolgt werden. Warum willst du patrouillieren? Ist das nicht Aufgabe der Union? Es ist schwer vorstellbar, dass die Union nach dem Tod des Dons noch ordentlich funktioniert. Dass es um den Frieden von Dahngast nicht gut bestellt ist, hat selbst ihre Ritter erreicht. Die Machtkämpfe zwischen den Gilden haben mit dem Ableben des Dons zweifellos zugenommen. Dann sollten sich die Union wirklich kümmern, aber ja, ich denke, ein Ritter auf Patrouille sollte genug Abschreckung sein. Ah, Flynn, sei nicht immer so ein Spielverderber. Endlich haben wir mal Gelegenheit zu entspannen. Da musst du die Sau rauslassen, nicht schuften. Flynns An-Ausschalter klemmt auf an. Das sagt ja der Richtige. Dein Anschalter kennt eh nur aus. Also dann folge mir. Ich führe dich an einen schönen Ort. Nein, ich muss heute Nacht wirklich patrouillieren. Alles ist eine Lektion fürs Leben, Junge. Jetzt halt die Klappe und komm mit. Aber Raven? Lässt ihn wirklich einfach mit dem alten Mann mitgehen? Ich bezweifle, dass er einen familienfreundlichen Ort im Sinn hat. Alles, was für ihn hilft, mal aus sich rauszugehen, sollte mir recht sein. Wohin bringst du den? Du, ein Ritter? Niemals. Was willst du? Das hätte ich nie gedacht. Jeder weiß, dass Ritter eingebildete kleine Deppen sind. So jemand süß wie du könnte niemals ein echter Ritter sein. Waren die Frauen im Reich auf jeden Typen, der sich Ritter nennt? Tja, zu blöd, dass du jetzt in der Angriff bist. Tja, sei nicht so nervös. Wir erzählen dir alles Mögliche, wenn du nur fragst. Kannst du glauben, dass du wirklich ein Freund von Raven bist? Du trinkst nur Saft wie ein kleines Kind. Du bist echt entzückend. Ich komm schon, entspann dich. Wir werden heute Abend jede Menge Spaß haben.
Was hast du gemacht, Raven? Wir haben Flynn. Guten Morgen. Morgen, du hast nicht auf mich gewartet, oder? Nö, hey, sag ich, dass sie die ganze Zeit unterwegs hat. Bevor ich jetzt gemerkt habe, war schon Sonnenaufgang. Aber Ritter sind gewöhnt, die ganze Nacht aufzubleiben. Das beeinträchtigt unser Kämpfen nicht. Scheint, hättest du so viel Spaß wie noch nie. Es war toll. Raven hat mir eine interessante Erfahrung bereitet. Ah, gut. Er will ja offenbar ein so guter Freund sein wie Yuri. Ja, ich wünschte, Yuri wäre auch dabei gewesen. Stimmt denn nicht, alter Mann? Schau doch nicht so mies, Petrich. Es war ein Riesenfehler. Ich gehe nie wieder mit Finn feiern. Mit ihm nebendran hat mich keins der Mädels nur eines Blickes gewürdigt. Ach, so war es immer schon. Er ist schon gewohnt, dass alle mit ihm flirten. Ich bin was? Nichts. Hattest du Spaß? Ja, ich habe mit Leuten geredet, die nicht daran gewöhnt sind, in ihrer Stadt Ritter zu sehen. Da habe ich erkannt, wie wichtig es ist, manchmal auszuschalten und den Leuten einfach zuzuhören. Ja, ich bezweifle, dass der alte Mann so ihren verwerte Motive im Sinn hatte. Tut mir leid, dass du ihn die ganze Nacht am Hals hattest, alter Mann. Du hast ja keine Ahnung. Er hat folgenden Titel erhalten: Herrscher der Nacht. Na klar, okay. Es geht. フェローみたいなおっかないのがザウデには触れるなとか言うと意味深よね。どうせならもっと分かりやすい言葉で言ってくれればいいのに。確かにな。 あれがそんなやばいもんなら、多少示してる場合でもねえだろう。フェローもフェローなりに悩んだ結果、選んだ言葉なんじゃないかしら。わざわざ忠告してくれたんだから、少しは気にかけてくれているんでしょ。フェローもちっとは丸くなったってことか。ええ。スケート。なんか、フレン見てるとさ、本当に騎士団の隊長って感じがするけど、 レイブンが騎士団の隊長だった姿ってなんか想像できなくない？あのおっさんにうさんくさいオーラが漂ってる以上無理ね。あら、レイブンとして振る舞うために騎士としての品を隠しているだけかもしれないわよ。あのおっさんにそんなものがあるとは到底思えないわ。ふう、シュバーン隊長は威厳ある素晴らしい人だった。その腕を認められ常に極秘任務についていたからね。 騎士団の中で隊長の名を知らない者はいないし、任務に忠実で凛とした立ち居振る舞いに憧れる騎士も多い。え、そうなの？それに厳しい反面、部下思いの優しい一面を持っているから、部下からの信頼はとても厚いんだ。そうね。部下の3人を見ていれば慕われているのがわかるわ。なんか 聞けば聞くほどあのおっさんには程遠いわね。だからおっさんはシュバーンじゃないって言ってるでしょ。あんたいつからいたの。めーってく、人が聞いてないと思って好き勝手言ってくれるわ。でも時々会話にシュバーン隊長らしい言葉が含まれていますよ。シュバーン隊長としての品格もひそかに持ち続けておられるんですね。そういうの勘弁してよ。スケート。 レイブンさん、どうした若者？もう触れてほしくないことかもしれませんが、同じ騎士として聞かせてほしいことがあるのです。どうしてシュバーンはアレクセイに従ってたのかって。シュバーン隊長ともあろう方がアレクセイの行為を悪と見抜けないほど盲目だったとは思えません。買いかぶりすぎでしょ。シュバーンは何も考えない空っぽなやつだったのよ。 手駒にされようが何だろうが与えられた任務をやるだけ。本当のシュバーンは10年前信じまってたのさ。こんな状況になってもそれは変わらなかったと。さすがにあんなでかいブラスティアが出てくるとは思っちゃいなかったけど、それでも最後までアレクセイに従ったかもね。まあ本当のところはもう分からんけど。あなたが今 決着をつけようとしているのはレイブンとして生きると決めたからですか。こんな俺のことに本気になってくれるやつらがいたもんでね、死ぬに死ねなくなっちゃったのよ。けど生きるんならシュバーンがやったことのけじめをつけないわけにはいかないでしょ。いい出会いが
So ist die alte noch mal, die mich die ganze Zeit hasst. So, ja, genau. Und Witcher. Okay, es geht. あんたが私たちと一緒にいると騎士団が追いついてきたとき、また面倒なことになるんじゃないの？アレクセイとやり合う前にこっちで問題を起こしてたんじゃ、しゃれになんないわよ。あの騎士のお姉さんね、一番の問題は。どうせ。見てみろ、ブーザー。彼女は僕を理想化しすぎているんだ。世の中はいいものと悪いものに割り切れるべきだと。 お前ならそういう世界を実現できると信じてんだろ。だけど現実はそう単純じゃない。そうだから早く気づいてほしい。彼女なら気づけるはずなんだ。きっと視野が狭くなってしまっているんじゃの。あ、そういう部分はリンゴ頭の方が分かってそうだよな。ユーリ、その言い方は彼に失礼だよ。ウィチルは アスピオで将来を有望視されている優秀な魔導士なんだから。ふん、あいつがね。なんだ、知らなかったのか。別に興味なかったから。言われてみれば他の奴よりは的を射たことを言ってたような気はするわね。協力要請の後もずっと僕や騎士団に力を貸してくれている真面目で熱心な子だよ。フレンは部下思いのいい隊長さんじゃな。 So, hier ist noch eine Cutscene. Bam. Ihr seid nicht zufällig diese heldenmutige Vesperia, oder? Doch, genau diese heldenmutige Vesperia, das sind wir. Unsere Lagerhalle ist voll von neuen Lieferungen und wir hatten keine Möglichkeit, sie aufzuräumen. Wie wir gehört haben, sind Lagerhallen eure Spezialität. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Okay. Sicher, aber wir uns darum kümmern. Also, Akuma, ich verlasse mich auf euch. Oh Gott, das wird schon wieder lange dauern. Ich habe nicht gedacht, dass so eine Mission ja wird. Ja, super. Okay, warum nicht? Im Part wird sowieso nur, weiß ich nicht. Okay, das Ding muss ich hier hinschieben, ne? Ich will jetzt mal sagen, das hier hin, ne? Okay, der Part wird sowieso hier nur aus irgendwelchen random Zeug bestehen, ne? Deswegen, warum nicht? Du kommst mal hier hin. Das wäre doch gelacht, wenn ich dich nicht da reinkrieg, ne? Spezifik, okay, halt, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Oh, das kann irgendwie nicht richtig sein. Komm, so, hier kann ich nichts machen außer das hier, ne? Ja, weil ich mit dem nichts machen kann, deswegen versucht das mal dahin zu schieben. Vielleicht bringt es das ja. Ich muss das da oben hinschieben. Ah, okay, ja, ich glaube, das ist so richtig, ne? Jetzt kann ich das ja wenigstens für irgendwas benutzen. Ja, kann auch nicht richtig sein, dass ich das hier einfach hier rumliegen lasse für gar nichts. Dann schiebe ich dich mal dahin. Wird schon richtig sein. Oh. Okay, da ist eine Truhe. Annähernd getroffen, aber okay. Dann dich kann ich nur da unten packen, ne? Ja, ich schaue, wenn ich mir jeden Loch mal ein hier runter ballern, ne? So. Jedes Loch bekommt eins. So. Ob das richtig war. Ich habe so das Gefühl nicht.
behalten. Okay. Dort denn anhalten. Okay, ganz links einen reinzupacken bringt anscheinend nichts, weil dann kann ich nichts mehr mit dem Teil machen. So, gehen wir das hier. Ich habe gesagt, das hier ist schon mal so, wie ich das hier mache, richtig, ne? Okay. So, dann komme ich da oben hin, ne? Was hier noch? Nix. Da muss ich noch hier was hinpacken. Kriege ich das Ding da runter? Da komme ich glaube ich gar nicht mehr hin. Ne? So, ja, hinzupacken bringt nichts. Das heißt, der ganz linke darf nicht in das eine Ding rein, darf nicht hier vorne rein. Muss ich hier reinmachen, glaube ich. Aha. Warte mal. Das Loch ist daneben. Das... Weiß ich nicht. Kann ich jetzt mir leisten, da irgendwas runter zu schoben? Schieben, schoben. Hm? Ich glaube ja, das schiebe ich da unten. Dann schiebe ich das so nach rechts. Ne? Passiert, wenn ich das jetzt auch hier runter schiebe. Ja, dann drei. Schieben wir mal da ein. Ich habe keinen Fehler. Nur zwei so darunter zu schieben war, glaube ich, schon mal richtig, ne? So. Halt. Warte. Ich will jetzt mal gucken, was hier ist. So, ich will darüber. Dann mach mal. Doch, warte. Ich hab ihn. Ich hab das richtig so. So, da muss ich noch eine Truhe abkassieren und wo noch? Hier links, ne? So. Ich brauche hier eine. Lass mich mal. Hi. Warte. Doch, so. Glaube ich, hoffe ich. So, jetzt muss ich irgendwie da eine Dumme weg. So, bringt da irgendwas hier ein zu ballern. So, hier haben wir ja schon erkannt, das bringt nichts, ne? Und hier, warte mal, kann eigentlich nur hier sein. So, oder? Ich weiß es nicht. Warte, weil das kann ich jetzt da unten hinschieben, ne? Schieb da jetzt auch mal runter. So, warte. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Du, geh mal hier runter, glaube ich. Trick. Bin ich auf dem richtigen Pfad hier? Dreck, jetzt komme ich hier nicht. Warte. Da ist nicht alles verloren. Glaube ich. Warte mal, da komme ich gar nicht runter. Doch, komme ich. Glaube ich. Da muss ich aber irgendwie herumlaufen. Dreck. Wie? Aha.
muss dich irgendwie runterkriegen. Ey. Ich hatte schon so das Gefühl, dass ich hier oben das reinschieben muss, ne? Ich glaube, ich hatte recht. So. Halt. Was soll ich, warum ich das jetzt mache? Muss ich noch einen da unterschieben. So. Ich könnte jetzt den hier runterschieben, dann komme ich da oben wenigstens schon mal hin. Und dann noch die rechts. Okay. Lähmungswehr, geil. So. Hier weiß ich nicht weiter. Hier habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, glaube ich. Okay. Nee. Ich habe da oben noch so ein paar Dinger, ne? Ahnung. Geh hier runter, glaube ich. Habe ich da ein und mit dir kann ich glaube ich gar nichts machen. Dreck. Ich meine, hier habe ich irgendwas falsch gemacht auf der Seite. So Gefühl. Ich hier irgendwie so Dreck. Warte mal, hier sind noch zwei, aber da komme ich nicht hin. Ja. Das ist aber nicht genau, wo ich den Fehler hier gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Hier retten, wenn ich dich hier runterschiebe, ne? Dann komme ich hier so runter und hey, okay. Ich dachte, ich war die ganze Zeit hier verloren, aber irgendwie doch noch zu retten. Danke, das bedeutet uns echt viel. Hier ein kleines Dankeschön, aber ja, voll wenig. Dank auf diesen Helden und Vesperia könnt ihr euch verlassen. Hey, du hast gerade eben diese heldenmutige Vesperia gesagt, oder etwa nicht? Was soll denn diese genau bedeuten? Was immer du willst, das bedeutet. Dachte ich mir, ich weiß nur nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Okay, sehr gut. Na, dann mal weiter mit irgendwas. Ja, ich wusste ja, passiert was, wenn ich reingehe. Konnichiwa, Choro-sama. 何をなってるのかしら?おや、お前さんたちか。いや、タンスを掃除してた。あ、だ、剣な、コスチューム。それにしても、こいつは。あ、そう、ultimative Ich habe einigen Klamotten, einigen Charakteren ein paar Klamotten gegeben, weil Raven und Yuri sehen kann. ああ、形がっていうんじゃなく雰囲気が似てるわ。これはどういう剣なのです?うん、よくぞ聞いてくれた。わしの記憶が確かなら、これは伝説の9つの魔装具の一つじゃ。魔装具? おとぎ話にある14の頭を持つ魔物から生まれたという伝説の武器です?うん。地上ではどう伝えられとるかしらが、ここではこう言われとる。古の古羅スティア文明が最も栄えた頃、特別な文を作り出そうという試みがなされた。結果、とてつもない力を秘めた文が誕生し、
その数は9つだったとか。それは9回程度。ただ、ノインカーテル。ただ、イーソンの伝説の武器。デインノモスがその魔装具なのか。長老の話が本当なら可能性はあるわね。でも、もしこれが本当に魔装具の一つなんだとしたら、そんなものがなぜ長老様のタンスに？ それがさっぱり思い出せんのじゃ。なんせタンスの掃除など何十年ぶりかじゃからの。何十年もタンスを掃除しないなんてありえません。もし本当にすごい武器なんだとしたら、ろくでもない奴に渡る前に俺たちが集めちまった方がいいかもな。そうね。ろくでもない奴がいろいろ動き回ってるしね。 Erst benutzen, nachdem wir irgendwie den super mega optionalen Boss irgendwie des Spiels oder so erledigt haben. Das ist doch immer so. Können wir immer erst benutzen, nachdem wir irgendwie alles erledigt haben. Dann sind die vollkommen nutzlos. お前さんたちなら売ってつけじゃろ。他の魔装具の情報はなんかない？そうじゃの。言い伝えでは9つは互いに引き合うんだとか。ならもしそれが魔装具なら他の魔装具に反応するかもしれん。けどデインノモスは反応してないぜ。ん？そうか。 ならそれは魔装具ではないということかもしれんの。じゃあどうやって探そう。わかんないこと考えたってしょうがないわ。私らが一つ持っとけば誰か悪いやつに全部集められることはないわけだし。それでまあ、ニマンのつべで、本当に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 、本当
Bei ihr passiert irgendwas, pass auf. Ich wusste es, ich habe sowas von gewusst. Dingeti, Dongeti, ich heiße Chaos, nennt mich einfach Karwitzel, Heidi Ho. Ah, ihr seid ja schon wieder da, ihr könnt mich wohl einfach nicht aus dem Kopf bekommen, was? Ich habe es einmal nicht satt, mir dein Gerede anzuhören. Wie viel aus ist dir denn über ihr Leber gelaufen, flache Liese? Ich habe endgültig die Nase voll von diesem Mist. Willst du dich etwa mit mir anlegen? Ja, auf, Rita, ich will ja keine Prügelei zwischen Kindern erleben. Kindern? Wie meinst du denn mit Kindern? Ich bin erwachsen und allen gewachsen. Bist du sicher? Für mich siehst du nämlich wie ein Kind aus. Du bist ein kleiner Knirps. Sag genau der Richtige, du Zauser Gartenzwerg. Zauser Gartenzwerg. Und nun zum Hauptereignis, das Objekt des Tages ist. Darum, 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 dumm. Giftwehr, Lähmungswehr und Steinwehr. So sind es denn plötzlich gleich drei Objekte. Hm, warum meldest du deine naseweise Fragen nicht für dich, dein kleines Fräulein Unschuld? Kleines Fräulein Unschuld, was soll das denn heißen? Unwissen ist ein Segen, Süße. Wenn man nicht weiß, macht man auch nichts heiß. Also rückt die Sachen bitte raus, wann immer es euch in den Kram passt. Da gibt es uns davor auch etwas Schönes, oder? Na klar doch, macht euch darum keine Sorgen. Ja, warum nicht? Gefühl geben, Lähmungswehr und alles andere. Danke. Rundherum im Kreis herum, wo wir stoppen, weiß nur ich, Diddledum. Bitteschön. Oh, Jemini, noch einmal Dankeschön. Oha. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich jeder angewöhnen werde, dieses Ding dort herausschießen zu sehen. Kann ich dir nicht verdenken, das ist einfach verrückt. So, wir haben dir drei Sachen gegeben. Was gibst du denn jetzt? Ach, richtig, heute gebe ich euch Humini, Jumina, Milch. Bitteschön. Leuchtfeuer-Umhang. Dreimal das gleiche? Ist das auch nicht genug? Soll ich dir noch mehr geben? Wer würde denn einen ganzen Haufen von Exemplaren des gleichen Objekts haben wollen? Wirklich? Aber ich dachte, die würden draußen in der Wüste ganz nützlich sein. Ja, also wir sind ja so glücklich. Stimmt's, Carol? Stimmt's? Oh ja, ich bin immer glücklich. Oh Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Oh gut, schon bewahrt sie sich auf. Bis zum nächsten Mal, Ding. Ich begreif's einfach nicht. Ich bring dich um, Baby. Ja, du bist mausetot. Bis du mausetot bist. Ich verstehe es nicht. Grad sehen. Oh, es ist Fräulein Estelle. Oh, Pauli, wie geht's dir? Gut, wie geht's deinem Hund? Mario, bitte ist nett zu jemanden. Bibit spielt gerne mit Kindern, die Hunde mögen. Wirklich? Und was ist da mit mir? Sieh mal, Repeat, ich mag dich so gern. Wuff. Geh weg von mir, fass mich nicht an. Hallo. Hallo, ich dachte, du wärst für immer fort. Meinem Kind gefällt's dir. Wir kommen ab und zu mal wieder her. Verstehe, das freut mich. In Ordnung, Pauli, es ist Zeit, sich zu verabschieden. War schön, euch alle mal wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Wuff. War schön, sie glücklich zu sehen. Wuff, wuff. Ah! Was ist denn? Wuff. Repeat. Pauli wurde von einem Monster entführt. Ein Monster innerhalb der Barriere? Ich bin jetzt hinterhergerannt. Wir sollten ihnen folgen. Aber wie blöd seid ihr eigentlich? Wir gingen nicht so schnell. Hallo? Mein Gott, sind die inkompetente Eltern, ey. Aha, die sind alle so sorgt und glauben, ihre kleine Barriere könnte sie schützen. Das war einfach. Na, ich frage mich, wie viel wohl für diese kleine Göre bekomme. Du räudiger Köter, willst du dich mit meinen Menschen anlegen? Verdammt, wer bist du? Ich fand das ja ohnehin seltsam, ein Monster innerhalb der Beere. Einer deiner Kumpel, verstehe. Gib das Kind zurück. Glaubst du, ich rücke jetzt einfach so raus? Wuff, wuff, wuff. Oh, Kampf. Okay. Auch nicht. Ist halt super wild, spiele ich gerade Repeat, weil ich mit dem noch, weiß nicht. Da hier Lichtspät des Sieges. Grinde.
ist natürlich nicht so schwer. Okay. Oh, ich habe was gelernt, gut. Wuff, wuff, wuff. Gut gemacht, Repeat. Verdammt, das vergesse ich nicht. Lass ihn einem, lass ihn, richtig. Wichtig ist jetzt nur, Pauli zu seinen Eltern zu bringen. Und was für eine Synchronisation und ich hier abliefer. Vielen Dank. Er hat uns so oft geholfen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Nicht der Rede wert. Das ist für uns Routine. Ich kann mich nicht erinnern, dass du irgendwas getan hättest, alter Mann. Dein Hund hat mich gerettet. Wuff. Repeat ist nicht so ein Hund, der ein tierliebes Kind in einer Notlage allein lassen würde. Danke, Herr Hund. Wuff. Ich frage mich immer noch, warum sollte jemand Pauli entführen wollen? Wuff, wuff, wuff. Er wollte vielleicht nur ein bisschen schnelles Geld machen. Ach, wir müssen ihm immer auf der Hut sein, sogar innerhalb der Barriere. Was hast du da, Pauli? Der Mann hat etwas fallen gelassen, also habe ich es aufgehoben. Ich habe es geklaut. Der Bandit? Das wäre eine Notiz, wenn man einem Monster eine bestimmte Technik beibringt. Nicht, dass ein dummes Monster jemals eine Technik wie diese erlernen könnte. Wuff, wuff, wuff. Aber Repeat, ne? Was jetzt, willst du was hier haben? Wuff. Es gibt nichts, was Repeat nicht gebrauchen kann. Oh, in Ordnung, ich lese es dir vor. Wuff. Und das war's auch schon. Meinst du, hast es verstanden? Wuff, wuff. Spezial. Ich habe eine Mystikart gelernt, dadurch der Hund ist wieder stärker geworden. Wuff. Mit den folgenden alten Kindermädchen. Okay, ich habe eine Mystikart gelernt, dadurch oder gelernt, wie man die Mystikart einsetzt, ne? Cool. Wo ist das nochmal? Da. Cool. Ich hoffe nur, ich krieg die auch mal irgendwann hin, ne? Damit ich auch zeigen kann, ne? So, hier passiert irgendwas. Ciao. Diese Stimme. Wir treffen uns an Karo, an Cora. Was? Oh, ist das nicht der Typ, der immer Raven zuquasselt? Das gilt dir ganz allein, alter Mann. Wieso muss es denn immer nur mich treffen? Können wir irgendwas für dich tun? Diese Baka, die im Hafen vertreut ist, gehört sie euch? Oh, das Boot? Ja, es gehört uns. Es hat einmal Fräulein Kaufmann gehört, aber... Ich habe mich gefragt, seid ihr damit einverstanden, wenn ich es aufrüste? Du willst es aufrüsten? Moment mal, nicht so schnell. Wenn du irgendwas Komisches mit meinem Schiff machst, nehme ich dich aus wie ein Aal. Aufrüsten, sagst du, was genau willst du denn machen? Ich will nur etwas daran anbringen. Kapische? Ich werde dem Boot keinen Schaden zufügen, das verspreche ich euch. Ja, glaubst du denn, wir lassen dich, was weiß ich, an unserem Boot anstellen? Hey Juri, was meinst du? Sollen wir ihn einfach mal werken lassen und gucken, was dabei rauskommt? Könntest du uns vielleicht mal erstmal sagen, was du machst? Weißt du etwas, was ich nicht weiß, alter Mann? Hm, nein, eigentlich nicht. Ich dachte nur, wir könnten ihm eine Chance geben. Dann würde ich sagen, wir versuchen das mal. Was meinst du, Patty? Hm, wenn du sagst, es ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Aber ich krieg's mit, wenn du irgendwelche linken Turm versuchst. Na klar, in Ordnung, grazie. Ben, Ben, wartet hier, einfach ein bisschen. Voila, ich bin fertig. Ist irgendwas am Boot befestigt? Was hast du denn gemacht? Ja, wie wär's, wenn du erstmal vorher gesagt hättest, ich habe einen Bergungsrand für euch angebracht. Damit könnt ihr Schätze aus dem Meer einsammeln. Was hältst du davon, Patty? Hm, er hat es sehr gut platziert. Die Gewichtsverteilung, das Gleichgewicht des Rums hat er ebenfalls berücksichtigt. Nicht übel, Jung, gar nicht übel. Ich habe auch den Kiel verbessert, damit ihr Untiefen befahren könnt, die ihr vorher nicht befahren konntet. Okay. Fantastisch. Hey, wie hast du denn das alles gemacht? Oh, ich habe lediglich in letzter Zeit ein Interesse für Lebarsch entwickelt. Das ist alles. Mensch, was für ein merkwürdiger Vogel. Nun, bis zum nächsten Mal. Arrivederci. War das eben Professor Sicily?
Was? Kennst du diesen Kerl etwa? Natürlich, man nennt ihn Leuchte der Kerntechnologie. In der ganzen Welt gibt es keinen, der besser mit Blasterkern umgehen kann. Mensch, das ist ja fantastisch. Peter, hast du noch nie von ihm gehört? Nein, noch nie in meinem Leben. In der Blasterforschung gibt es viele Teilgebiete. Ich untersuche, wie mit Blaster magische Effekte erzielt werden. Manche Blaster-Ingenieure entwickeln für Kerne und ihre Effekte neue Anwendungen. Das ist ein ganz anderes Forschungsgebiet. Toll, Blaster-Ingenieur. Ich wette, die Gilde der Architekten würde so einen wie ihn gern mal in die Finger kriegen. Das stimmt. Die Gilde der Architekten ist ganz wild, auch Professor Sisley zu finden, damit er ihnen hilft. Es ging nach Informationen, für die sich Kaufmann interessieren würde. Er soll aber sehr verschroben sein und nur an Projekten arbeiten, die ihn augenblicklich gerade interessieren. Das könnte stimmen. Haha, na, dann wollen wir doch mal sehen, wie nützlich diese Verschrobenheit dieses Professor wirklich sein kann. Da sehen wir uns mal an, was dieser Bergungskran leisten kann. Okay, ein nützliches Objekt zum Bergen versunkener Objekte, eine fantastische Maschine. Ein Kran wurde an der Fertia angebracht. Senke den Arm nahe bestimmter Suchpunkte, um hilfreiche Gegenstände oder Galt zu finden. Vielleicht entdeckst du sogar noch andere Dinge. Außerdem wurde das Schiff verstärkt und du kannst seichte Flüsse überfahren, was vorher nicht möglich war. Okay. Dann zeig mal. Aber wie mache ich das jetzt? Nicht da erstmal irgendwas einen bestimmten Ort finden oder was? Jetzt nämlich nicht gesagt, ich irgendwas machen kann. Wir sind Vögel zum Beispiel. Sterne Pfeilspitze. Oh, kann ich jetzt hier? Cool. Okay. Ach, jetzt kann ich hier hin, was ich vorher nicht konnte, glaube ich, ne? Ja, in der Nähe konnte ich, glaube ich, nicht hinschwimmen. Hier ist doch bestimmt mal da die Höhle. Kann ich da rein? Nö. Was ist das denn für eine? Warte mal, hier konnte ich vorher nicht schwimmen, genau. Ja, toll, ich habe da eine Höhle gefunden, aber da irgendwie ist da nichts. Wo ist das denn? Jetzt sah sehr winzig aus, aber ja. Okay, so kann ich mal ein paar Schätze und so finden, ne? Auch nicht schlecht, warum nicht? Ja, da werde ich so ein bisschen offscreen mal machen und ein paar Sachen suchen, ne? Gold. Oh, da ist noch was. Will gerade ausmachen. Die Dinger, die waren aber vorher nicht hier, kann das sein? Diese Vögel. Ja, dann, ich werde mich mal ein bisschen umsehen und gucken, was ich hier noch so finde, ne? Und jetzt hier irgendwo, das sieht auch verdächtig aus, als kann ich irgendwo da hin. Oh, keine Ahnung. Ich schalte wieder rein, wenn was passiert.